Hier ist HafenTV. Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier im Rotterdamer Hafen gibt es Schiffe ganz unterschiedlicher Größe. Ganz große Schiffe natürlich, die nach Übersee unterwegs sind oder von Übersee hierher kommen. Aber es gibt auch kleinere Schiffe, die auf kürzeren Strecken unterwegs sind. Der Kurzstreckenverkehr wird von den Fachleuten Short Sea genannt. Und auf kürzeren Distanzen kann sich der Seeweg durchaus rechnen gegenüber der Schiene und der Straße. Wie das geht und welche Unternehmen das anbieten, das sehen wir jetzt hier bei HafenTV. Willkommen bei HafenTV. HafenTV schlägt eine Brücke zwischen Unternehmern aus den Niederlanden und Deutschland. Der Rotterdamer Hafen ist nicht nur der größte der Niederlande, er ist der größte Hafen von Europa, der wichtigste Hafen für Deutschland und die Schweiz und der zweitwichtigste für Belgien. Ganz klar, Güterumschlag ist der Kern der Aktivitäten hier, aber auch die Lagerung von Gütern vor und nach dem Weitertransport. Und zur Verarbeitung an Ort und Stelle. Denn was kaum bekannt ist, der Rotterdamer Hafen ist auch Europas größter Industriekomplex. Das also ist unser Thema: Umschlag und Lagerung in Rotterdam. Nur in wenigen Fällen werden Güter direkt von Schiff zu Schiff umgeschlagen. In aller Regel gehören Umschlag und Lagerung eng zusammen. So werden hier Kohle und Eisenerz mit den allergrößten Schiffen angelandet und gelagert, bis sie zum Beispiel in Duisburg für die Stahlproduktion gebraucht werden. Rund die Hälfte aller Flüssigmassengüter in Nordwesteuropa wird ebenfalls in Rotterdam umgeschlagen. Rohöl, auch Ölprodukte, die hier in Raffinerien hergestellt werden. Die Verarbeitung pflanzlicher Öle in Bioraffinerien spielt eine immer größere Rolle. Öl, Chemieprodukte, Biotreibstoffe oder pflanzliche Öle. Für ihre Zwischenlagerung stehen in Rotterdam 30 Millionen Kubikmeter in unabhängigen Tanklagern zur Verfügung. Unabhängig, da die Terminalbetreiber keine Eigentümer der dort umgeschlagenen und gelagerten Produkte sind. Sie vermieten die Tanks. Und da gibt es noch die verschiedenen Containerterminals und Lagerplätze für Leercontainer überall im Hafen. Das sind nur die auffälligeren Terminals und Lager. Je nach Produkt gibt es Spezialterminals, Roro-Terminals für Autoverladung zum Beispiel oder Obstterminals. Denn auch wenn immer mehr Güter in Containern stecken, Spezialterminals bleiben notwendig. Für die vielen Arten von Gütern, die nicht in Container passen. Da kehrt auch ein bisschen die Hafenatmosphäre von früher zurück. Aus der Zeit, als man noch sah, was auf die Schiffe verladen wurde. Alles, was aus Holz gemacht wird, Papier zum Beispiel, erfordert besonders große Sorgfalt im Hafen, denn es muss trocken bleiben. SCA Logistics betreibt den einzigen Rotterdamer Papierterminal. Umschlag und Lagerung im großen Stil und Sorgfalt im Detail. SCA Logistics ist ein Terminal in der Rotterdamse Hafen. SCA Logistics ist ein Terminal im Rotterdamer Hafen. Die Kernaktivitäten sind Lagerung und Umschlag sowie die Distribution von Waldprodukten, den Grundprodukten für die grafische Industrie. Schreibpapiere, Rohstoffe für die Verpackungsindustrie, Pulpe und Zellulose für die Produktlinien Hygiene- und Pflegeprodukte. Greekstar ist ein langjähriger Kunde von uns mit festen Diensten zwischen Südostamerika und Nordwesteuropa. Das erfordert eine qualitativ hochwertige Herangehensweise. Fürsorge, die Produkte müssen sauber bleiben, dürfen nicht nass werden. Qualitätskontrollen und Produktkenntnisse sind sehr wichtig. Was uns vor allem auch unik macht und was auch durch Klanten stets mehr wird gewaardiert, ist, dass wir. Was uns einzigartig macht und die Kunden schätzen, ist, dass wir insbesondere hier logistische Komplettlösungen anbieten. Für manche Kunden ist es knifflig, den Zugang zur Containerisierung im großen Stil zu finden, mit großen Reedereien und Umschlagbetrieben. Wir können also die Verbindung zwischen dem Hochseeterminal und dem Endkunden schaffen, inklusive notwendigen Mehrwertdiensten. Das können Massenstückgut und Container sein. Wir können sie auf die Schiene setzen, per Short Sea
transportieren, die Güter auch vorübergehend hier lagern. Wir bieten also eine Reihe von Möglichkeiten, die wir als Mehrwert auf dem Hochseeterminal bieten können, sodass die Ware zum Ziel kommt, ohne dass sich der Kunde darum kümmern muss. Mit unseren Nachbarn, dem Rail Service Center Rotterdam und dem Rotterdam Short Sea Terminal, arbeiten wir viel zusammen, um unseren Kunden die gewünschten Verbindungen anzubieten. Nach ganz Europa alle Short Sea Verbindungen zusammen mit unseren Nachbarn. Und wir können alle Short Sea Connections in Europa können wir auch anbieten in Zusammenarbeit mit den Buren. SCA Logistics wird sich kurzfristig um 9 Hektar Grundfläche und 350 Meter Keillänge vergrößern. Mit dem zusätzlichen Platz will das Unternehmen die Umschlag- und Lagerkapazitäten für Holzprodukte, Massenstückgut und Container erweitern. Eine Entwicklung, von der deutsche Kunden profitieren können. Deutschland ist ein wichtiger Markt und wir liefern auch mehrfach dorthin. Wir können immer mehr konkurrenzfähige und schnelle Lösungen für Produkte bieten, sowohl die Deutschland verlassen und für den Export abgefertigt werden müssen, als auch die dorthin kommen. Der grafische Markt, der Hygienemarkt, der Verpackungsmarkt, wir sind hinsichtlich anderer Häfen konkurrenzfähig bis München, auch ins Ruhrgebiet. Konkurrierend bietet in Hinsicht von anderen Häfen. Wir sind vor allem auf Suche nach Klanten in unsere Kernaktivität. Wir sitzen dicht gegen die Food and Beverage Industrie. Wir suchen vor allem Kunden für unsere Kernaktivitäten, auch bezüglich Lebensmittel und Getränke, des Hygiene- und Körperpflegesektors, also Produkte, die Fürsorge bedürfen. In deren Umschlag sind wir gut. Unsere Kosten beinhalten Lagerung und Umschlag im Komplettpaket inklusive Transport von und zum Hafen. Das macht uns konkurrenzfähig. Und wir werden immer noch konkurrenzfähiger im Vergleich mit anderen Häfen. Wir nehmen den gesamten Prozess vom Hochseeterminal bis zum Endkunden in die Hand und wollen das gut machen. Von Deepsea Terminal tot an Endempfänger nehmen wir over unsere Rechnung und sorgen, dass wir das gut tun. Egal, ob es um Container geht oder um kleinere Frachten, die vielleicht nur eine Teilladung groß sind, oder um Frachten, die viel zu groß für Container sind. Hohemeyer ist eine Traditionsfirma, die Kunden viele Fragen zu Transport und Umschlag abnimmt. Hohemeyer ist ein Hafen- und Transportgesellschaft, wo wir hier an unserem Kai Seeschiffen beladen, vor allem mit deutschem Stahl. Dazu stauen wir Container mit übergroßen Ladungen. Da können Sie dabei daran denken, an Maschinerien, manchmal in Kisten verpackt, aber auch Fahrzeugen, Tanks, eigentlich alles, was groß ist und immer noch containerfähig zu transportieren ist, das kommt hier bei uns vorbei. Hohemeyer hat in Rotterdam die Verfügung über eine eigene Kai. Das heißt, dass wir die ganze Kette tatsächlich in einer Hand bedienen können. Das Vortransport, die Stauung, die Umladung und die Containeranlieferungen am Terminal, alles in einer Hand, alles von uns koordiniert mit eigenem Material und eigenen Leuten. Wir bieten unseren Kunden den House-by-Sky-Service, da wir mit unserem LKW die Ladung abholen im Lager unserer Kunden, in Deutschland oder in der Schweiz oder europaweit, das auf Ladungen transportieren, hier umpacken und dann die Container dokumentiert wieder am Export-Kai anliefern. Der LKW-Flotte von Hohemeyer ist fast ganz auf Euro 6 umgestellt. Das heißt, dass wir die Abgasnormen anhalten und auch Innenstädten und Umweltzonen bedienen können. Dazu ist unsere Aufliegerflotte zugerüstet für Containertransporten. Wir fahren natürlich die ganz normalen 20 und 40 Fuß Container, aber haben auch Material, um die Überhöhen und Überbreiten Flatracks und Open-Top-Containers transportieren zu können. Die Kombination ist sehr wichtig für uns. Wir arbeiten, dass da alle unsere unterschiedlichen Disponenten auf einer Abteilung sitzen, in einem Büro sitzen. Richtung unserer Kunden auch feste Ansprechpartner, kurze Linie, Buchungsbestätigungen über E-Mail. Während Auftrag kommen automatisch Containernummer und Plombennummer kommen vorbei. Das kommunizieren wir alles über E-Mail mit den Kunden. Hohemeyer hat seit Jahren lang eine Erfahrung mit deutschen Kunden. Wir sprechen die Sprache. Rotterdamer und Deutscher sind beide ziemlich offen und direkt. Man weiß ganz schnell, was ein Mann aneinander hat. Wir behandeln die Ladung wie unsere eigene und sind damit eine Verlängerung des Service unserer Kunden in Rotterdam. HafenTV.de ist die Online-Plattform für Nachrichten und Berichte über die Westhäfen, also die Häfen westlich von Deutschland und die Beziehungen dorthin. Wollen Sie sich diese Sendung noch einmal ansehen, mehr über die vorgestellten Firmen wissen oder mit ihnen Kontakt aufnehmen? All das ist möglich auf hafentv.de. Folgen Sie hafentv.de auf Twitter, Xing und LinkedIn.
LKWs haben Anhänger, Schiffe haben Leichter. Vor ein Schubschiff gespannt, transportieren sie zum Beispiel Kohle und Erz nach Duisburg. Weniger bekannt sind Leichter als schwimmende, kostengünstige Massengutlager. Kamar ist Leichter-Spezialist. Kamar Shipping Group ist ein Rotterdams gefestigt Scheepvaartbedrijf. De kracht van het bedrijf is dat wij kunnen zorgen voor. Kamar Shipping Group ist ein Rotterdamer Schifffahrtsunternehmen. Unsere Stärke liegt darin, Ladungen, insbesondere Massengut, die im Rotterdamer Hafen ankommt, für unsere Kunden im Ruhrgebiet oder weiter im Hinterland vorübergehend zu lagern und dann auf Abruf auszuliefern. Met de opdrachtgever voor de wal kunnen afleveren. Dadurch kann der Auftraggeber seine Kosten sparen. Dadurch spart unser Auftraggeber Kosten und unsere Tarife sind gegenüber der Lagerung an Land konkurrenzfähig. Opslag, Räumte, Preis können konkurrieren. Wir kommen gerne mit großen Unternehmen in Kontakt, wie zum Beispiel BASF, Höchst und andere große Betriebe, die Rohstoffe importieren, um ihnen unsere Dienste anzubieten. Unsere Service können anbieten. Verstauen. Dieses Wort ist verwandt mit der Arbeit sogenannter Stauereibetriebe, zu Englisch Stevedoring. Marcor Stevedoring ist spezialisiert auf Trockenmassengüter. Sie werden umgeschlagen mit großen Greiferkrämen. Ein vertrautes Bild im Hafen. Marcor Stevedoring ist ein Op- und Aufschlagbedrijf in droge Bulkgüter. Marcor Stevedoring beschäftigt sich mit der Lagerung und dem Umschlag von trockenen Schüttgütern wie Agrargüter und Mineralgüter. Wir sorgen für die Lagerung und den Umschlag. Das große Schiff kommt an, wir kommen mit Schiffs und dann verladen wir die Güter auf Binnenschiffe, Schubkähne oder Küstenmotorschiffe. Auf der Dualbacke, auf der Coasters, die wir Richtung See gehen. Einzigartig bei Marcor Stevedoring ist, dass wir keine festen Kaianlagen haben, sondern wir arbeiten auf dem Wasser. Dafür haben wir 4 fahrende Schwimmkräne und 2 fahrende Wiegetürme. Und weil wir keinen festen Ort haben, fahren wir für unsere Dienstleistungen überall hin. Das kann im Walhafen sein oder in der Flussmündung und überall dazwischen. In der Monding bei der Rivier sein, wo das Kalandkanal und alles, was dazwischen sitzt. Wir finden, ein Projekt ist gelungen, wenn wir das Schiff oder den Umschlag auf eine Weise abgefertigt haben, dass wir uns für den Kunden um alles gekümmert haben, dass alles gut verlaufen ist und der Kunde mit dem ganzen Prozess in Rotterdam nichts weiter zu tun hat. Solche Kräne sind auch bei J.A. Balk zu sehen, aber zur Instandsetzung. J.A. Balk ist ein Allround-Schiffsreparaturunternehmen und seit 1959 im Rotterdamer Hafengebiet aktiv, wo die Mitarbeiter Instandhaltungen und Reparaturen unter anderem an Schiffen, Kränen, Pontons und Greifern durchführen. Laut Direktor Jan Kuhling ist eine der Stärken des Unternehmens, dem Kunden alle Sorgen abnehmen zu können. Wir können alle Arbeiten übernehmen. An der Elektrik, an Leitungen, alle Stahlarbeiten machen wir selbst. Auch selbst schneiden. Wir haben Elektriker, Installateure, eigentlich alles über Wasser. Wir sagen niemals nein. Neben dem Dienstleistungsspektrum ist auch die Lage des Unternehmens im Walhafen eine Stärke von J.A. Balk. Mit einem Kai von 250 Metern Länge und einem Tiefgang von 9 Metern können hier auch größere Schiffe problemlos anlegen. Auch deutsche Binnenschiffer können von diesem Vorteil profitieren. Wir tun auch viel für deutsche Kunden in der Binnenfahrt. Wir haben bereits viele deutsche Kunden in der Binnenschifffahrt, rund 10 Reedereien. Da machen wir alles von A bis Z, auch nachts. Dann kommen die Menschen auch wieder. So bleiben sie immer wieder zurückkommen, die Menschen. Sehr wichtig. Das war's für heute bei HafenTV. Auf unserer Website hafentv.de können Sie sich die Sendung oder einzelne Berichte noch einmal ansehen. Wollen Sie Kontakt mit einem der Unternehmen aufnehmen? Das geht ganz einfach über die Website hafentv.de. Ihr Ziel ist es, Partnerschaften, Kooperationen und neue Verbindungen zwischen Unternehmen herzustellen. Und zwar grenzüberschreitend. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sehr gerne bis bald.